Herzlich willkommen zur letzten Folge von Let's Play Oblivion mit der Kämpfergilde. Wird wahrscheinlich die letzte Folge werden. Wir rüsten uns aus. Wir gehen jetzt hardcore-mäßig rein. Und rein mit. Das ist verschlossen. Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Peinlich. Dann stürmen wir das Gebäude halt in 3 Stunden wieder. Oh, gut. Okay. Wir rüsten uns aus. Unsere Zauber werden uns begleiten. Für die Kämpfergilde! Tod dem Histbaum! Macht man so die Tür hier auf? Ihr gehört nicht länger zu uns. Spion der Kämpfergilde. Verräter. Das ist das Ende. Komm, komm her. Du hast ja noch ein Pyjama an. Da ist jemand dazwischen gekommen. So, Magie willst du? Was sagst du? Am Arsch. Nicht nur Ebenerdschwert, sondern einfach nur geiles Schwert. Tut mir leid, aber du musst sterben. Komm, den letzten Schlag. Machen wir so. So, jetzt mal seine Pfeile. Boah, wir kommen ziemlich gut voran. Boah, der hat hier nur Verzauberte. Hohoho. So, dann gehen wir doch mal hoch zum Kompaniebüro. Okay, da wird wahrscheinlich Keller, da wird wahrscheinlich der Baum sein. Ketus Sims Raum. Hier ist das Kompaniebüro von denen. Waffen, Waffen, Waffen. Steintasse. Wertvolles Buch. Relativ wertvoll. Das möchte ich anmerken. Und wir können Level abgehen. Okay, da müssen wir irgendwie rein. Die Frage ist, wie? Wir sind ja gut mit Pfeilen bestückt, wa? Da lassen die uns auch nicht rein. Aber wenn das von jedem der Raum ist, dann müsste doch jeder seinen Schlüssel dabei haben. Haben sie aber nicht. Ja, ah, der wird es wahrscheinlich. Da, ja, ja. Ah, jetzt haben wir aus Versehen unnützes Zeug mitgenommen. Haben wir uns noch einen Schildzauber. Und einen Gewichtzauber. Kommen wir rein? Ja, kommen wir. So, eine Nirrenwurz. Die Pfeile sind gerade von uns runtergefallen. Das ist ein Einbruch? Kann nicht sein. Kann gar nicht sein. Battle Prince. Geschehnisse des Kaiserreiches. Oder knackt der Schlüssel jetzt für uns? Da ist doch der Anführer. Der hat einen Detra heraufbeschworen. Der Anführer ist tot. Das Schwert ist Imber. Aber wo wollen wir denn jetzt noch rein? Wir haben jetzt von Jit...
Nee, ein Stockwerk höher. So, ich musste mich gerade kratzen am Auge. Deswegen sind wir gerade ein bisschen schwammig gelaufen. Rickzack Cars. Da gehen wir doch mal rein. Und jetzt halt, und der hat ein verzaubertes Schwert. Ich glaube sogar mit schwerer machen. Ja, wie ich recht hatte. Ja. Ah, jetzt hat er sich selber schwer gemacht. Selber erbärmlich. Tja, ausgerutscht und gestorben, wa? Ich will das mitnehmen. Wir sind aber zu schwer überladen, dann müssen wir das hier zurücklassen. Ich habe Rickzack K getötet. Ich sollte mir von seiner Leiche einen Schlüssel holen. Danke. Aber ich habe jetzt den Schlüssel für den Vorratskeller, in dem sich der Hist. Das ist doch voll unlogisch. Das ist doch nur der Co-Leader. Mhm. Was soll denn jetzt hier sein? Eben Holz, eben Erd. Ich kämpfe doch nicht mit Holzschwerter. So, gehen wir mal weiter. Aber erstmal Schild. Nicht Schildzauber, so ein Zauber. Und ein Schildzauber. Und jetzt hier rein. Geöffnet mit dem Schlüssel. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Mit Stimmen in der Luft. Dieser Baum ist zu einer Perversion der Natur geworden. Er ist von fremdartigen Maschinen umringt. Wenn ich dieses Monster zerstören will, muss ich einen Weg zur Vernichtung dieser Maschine finden. Der ist unsichtbar. Okay, hier sind einige unsichtbar. Das wird wahrscheinlich das Siftsaft sein, wa? Sing's wie Donner. Ring, der viel wert ist. Leere Siftsaftflasche. Wie zerstört man das? Ich würde ja sagen, jetzt so ein Rohr reinstecken. Also das war jetzt random. Aber das war's irgendwie noch nicht. Brauchen wir noch ein zweites? Da ist es. Brenn, Motherfucker! Als ich die Maschine zerstört, die um Histbaum herum standen, wurde auch der Histsaum selbst zerstört. Ich sollte zu Orin zurückkehren. Sollten wir wirklich. Seht euch den Anblick an, wie das scheiß Arschloch brennt. Ihr habt alles verdorben. Warum? Ich hatte Arbeit. Ich hatte ein Zuhause. Ihr habt mir alles genommen. Dafür werde ich euch töten. Der mit immer noch mit seinem Eisenhelm. Der Zwerg. Boss mehr. Ne. Doch, war richtig, oder? Der hat uns mit Stille belegt. Das heißt, wir können ihn nur mit dem Schwert töten. Was mir ein Vergnügen sein wird. Komm, kleiner Mann. Selbst ohne Blocken würde ich dich fertig machen. Und da ist er hochgesprungen. Hab mich schon gefragt, wann er aufkreuzt. Du Balletttänzer. Du. Das war's. Ich glaube, wir haben die Kämpfergilde gerade durchgemacht. Jetzt nur noch zu Orin. Ach ja, wir kriegen. Jetzt sehen wir ein Easter Egg. Ich hoffe, es ist schon da. Ich dachte eigentlich, es würde schon direkt nach der Folter kommen, aber
So war es ja nicht. Schläft eigentlich Oren nie, egal um welche Uhrzeit wir bei ihm sind. Der ist immer wach. Immer in seiner Rüstung. Immer. Und es wird wahrscheinlich nicht so 10 Uhr, der hat wahrscheinlich noch was in der Glotze geguckt. Wir reden... Es ist... Was für ein Vorführeffekt. Es ist 10 Uhr. Das ist doch typisch für mich, oder? Hallo. Nun, habt ihr eure Aufgabe bereits erledigt? Habt ihr den üblen Baum zerstört? Ja, sogar ganz alleine. Gute Arbeit. Jetzt, da es den Baum nicht mehr gibt, ist die Dunkelforstrotte nicht besser als jede andere Söldnerbande. Cyrodiilis, dank euch wieder ein sicherer Ort. Danke, danke. Ich möchte, dass ihr das hier annehmt. Ich hoffe, es leistet euch gute Dienste. Ihr solltet nun Vilena Danton erzählen, was passiert ist. Vielleicht versteht sie, worauf unsere Taten abzielten. Ich glaube, unsere Arbeit ist nun beendet. Ihr seid ein guter Soldat. Ihr habt mich stolz gemacht. Jawohl. So. Helm von Oren Bärentatze. Das gehörte einem Vorfahren. Oren Birkelbart und war jahrhundertelang verloren. Man hat es erst gefunden, als Malakat fälschlicherweise annahm, meine Erblinie sei beendet. Ein Fremder aus meiner Heimat Morrowind überbrachte mir mein Erbe. Darauf könnt ihr stolz sein. Vielleicht könnt ihr mir helfen, den alten Glanz des Namens meiner Familie wiederherzustellen. Erzählt es ihr jetzt sofort. Ich will aber schlafen. Wir gucken uns den Helm mal an, weil der Helm ist ziemlich cool eigentlich, vom Aussehen. Ich finde ihn nicht. Ah, da ist er ja. Der gibt uns ziemlich viel Leben wieder, ist schwere Rüstung und sieht so aus. Geil, ne? Aber der hier ist einfach geiler wegen den Magievorteilen. Hm. Sehr geil, weil wir haben zwar immer versucht, so gut wie möglich für die nur die Gildenfertigkeiten zu benutzen, die wir dafür auch haben. Also als Dieb und Diebsachen machen, Meuchelmörder, Meuchelmörder, bla bla bla, Mr. Freeman. Jedenfalls, die Magie wird uns jetzt ziemlich gut hinzukommen. Also, aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte. So, reden wir mal mit Vilena Danton. Danton? Keine Ahnung. Die wird uns den Kopf abreißen. Was wollt ihr? Ihr habt den Befehl, mir fernzubleiben. Ich schätze, ihr wollt euren Rücktritt bekannt geben. Ich hab da gar nichts damit zu tun, dass dein Sohn gestorben ist, du scheiß Hure. Ihr habt was getan? Ich hatte keine Ahnung, dass es so weit gekommen ist. Wie habt ihr das nur alles geschafft? Oren. Oren? Er wurde rausgeschmissen. Ich sollte euch noch in diesem Augenblick hinauswerfen. Aber nein, es ist nicht Orens Schuld. Ich fürchte, es ist meine. Ich liebe die Kämpfergilde und all ihre Mitglieder vielleicht zu sehr. Ich fürchte, meine Sorge um sie hat mich blind gegenüber dem gemacht, was um mich herum vorgeht. Wenn ihr und Oren nicht wärt, ich mag gar nicht daran denken. Nun müssen wir darüber sprechen, was ihr getan habt und welche Auswirkungen das Ganze auf eine mögliche Beförderung hat. Beförderung? Wegen eures Verhaltens erkenne ich euch hiermit den Rang eines Meisters ab. Ihr wart rücksichtslos, töricht und eine Gefahr für euch und die Gilde. Aber eure Taten waren auch mutig und nötig. Aus diesem Grund ernenne ich euch mit sofortiger Wirkung zum Meister der Kämpfergilde. Die Gilde hat mich außen vor gelassen. Ihr seid die Zukunft. Nehmt eure Verantwortung ernst. Ich wünsche euch viel Glück. Ihr müsst immer noch viele Verpflichtungen erfüllen. Pflichten. Eure erste Pflicht ist es, euren Stellvertreter zu benennen. Ich kann mir keinen besseren als Modrin Oren denken. Wenn er diese Position akzeptiert, seid ihr gut bedient. Verlasst euch mehr auf seine Weisheit und seine Erfahrung, als ich es getan habe. Viel Glück. Seht euch vor. Tja, aber erstmal fucking Level up. Nach 12 Stunden Schlaf. Denn die haben wir uns auch mal verdient, einfach mal auszuschlafen. Nach so viel Gekämpfe.
Als nächstes mystische Morgenröte. Ihr seid dran. Wenn ihr dieses Let's Play seht, ihr wisst, ihr seid tot. Erstmal 4 Punkte auf Konstitution, Stärke und Willenskraft. Willenskraft haben wir fast voll, das ist geil. Ihr seid richtig gut, vielleicht der die Beste. Und genau deshalb ist es so schwierig, noch... LOL. LOL. So. Ich hoffe, ich... Lebt wohl. Wir sind nur leicht geistig verwirrt, sonst nichts. Wir sollen da... Wie sieht's aus, wenn wir die Rüstung mal eben ablegen? Und das aus einem bestimmten Grund. Ihr merkt vielleicht, wir sind ein bisschen schneller als davor. Ich hatte jetzt keinen Bock. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ihr habt aber geschickte Finger. Was habt ihr euch? Ich habe nämlich keinen Bock jetzt, mit einer schweren Rüstung wieder wie ein Idiot dahin zu latschen und das im Schneckentempo. Die Kirschen hier sind wirklich eindrucksvoll. Ich liebe die alten Kirschen, auch im RL. Achtet mal auf die. Die sind prachtvoller als man denkt. Man muss nicht unbedingt reingehen, aber von außen gibt die Kirche einiges her. Stolze Gebäude. Oren! Habt ihr mit Velena gesprochen? Wie hat sie reagiert? Sie wollte mich rauswerfen. Hat euch zum Gildenmeister gemacht? Erstaunlich, ihr habt es euch verdient, obwohl mit euch wahrscheinlich alles den Bach runtergeht. Also, was macht ihr mit eurem neuen Rang? Arschloch, aber irgendwie mag ich das. Ich hatte mich gerade daran gewöhnt, im Ruhestand zu sein. Ihr seht, wie gut meine Malereien geworden sind. Das ist Eric. Ich bin ein alter Mann. Ich habe meine Zeit abgearbeitet. Okay. Andererseits muss euch jemand anleiten, dafür sorgen, dass ihr die Gilde nicht in unwiederbringliches Chaos stürzt. Dafür werde ich sorgen, Gildenmeister. Kommt einfach zu mir, wenn ihr der Gilde Verpflichtungen übertragen wollt. Ich sorge dafür, dass es erledigt wird. Okay, wir gucken uns seine Malerei an. Wiedersehen. Das ist seine Malerei. Das soll er sein, ein Dunkelelf. Und da wird der Agonie gefoltert. Ist auch gut, wa? Schönen Tag. Das Bild ist einfach zu geil. Nun, ihr gebt den Ton an. Ihr werdet keine Aufträge ausführen. Aber der Meister erhält stets einen Prozentsatz des monatlichen Gildeneinkommens. Sucht mich monatlich auf, um mir Befehle für den jeweiligen Monat zu erteilen. Ich werde sie dann ausführen. Wenn ich nicht von euch höre, führe ich die Befehle des vergangenen Monats aus. Ihr findet euer monatliches Gehalt in der Meistertruhe im Obergeschoss. Darin befinden sich auch Dinge, die wir für euch als nützlich erachten. Hier ist der Schlüssel. Also, Gildenmeister, wie lauten eure ersten Befehle? Dieser hat der meinen Schlüssel. Rekrutierung, Eroberung neuer Aufträge. Erstmal beide Sachen. Das ist gut. Wir verdienen immer noch ordentlich und werben nebenbei einige neue Rekruten an. Keine schlechte Strategie. Ein größeres Einkommen bedeutet mehr Gold in unser aller Taschen. Mehr Männer heißt, dass wir wahrscheinlich hier mehr Ersatzausrüstungsgegenstände haben werden. Gut, Pflichten. Fürs Erste habe ich meine Befehle. Kommt in einem Monat oder so zurück, dann können wir über die nächsten Schritte sprechen. Ein Monat ist ziemlich lange. Wiedersehen. Jedenfalls, das war's mit dieser Folge und mit der Kämpfergilde. In der nächsten Folge sehen wir uns auf die Reise gegen die mythische Morgenröte und treten mal der Welt von Oblivion kräftig in den Arsch. Merunes Dagon, du bist tot. So gut wie tot. Auch wenn Daedra Fürsten unsterblich sind. Aber er ist tot.